Zuschauerinnen und Zuschauer. In meinem letzten Video habe ich euch mit nach Hannover genommen, wo ich mir ein leichtes E-Bike gekauft habe, das Vilja Tristina Hybrid. Heute unternehme ich eine erste Tour in das Hamburger Umland. Und einige Zuschauer hatten mich nach der Reichweite des Akkus dieses E-Bikes gefragt. Das will ich heute auch gleich einmal ausprobieren. Als ich zu Hause losfahre, ist der Akku mit 94% geladen. Die Reichweite ist natürlich von der Fahrweise abhängig. Ich fahre heute durchgängig in der mittleren Stufe 2. Das heißt, ich würde gerne. Die vielen Baustellen machen mir das Leben schwer, bevor ich endlich aus der Innenstadt herauskomme. Am gestoppten Elbtower-Projekt treffe ich auf die Veloroute 9, die hier an der Elbe entlang aus Hamburg hinausführt. Eine Fahrradstraße ist das hier allerdings noch nicht. Schmal und in engen Kurven geht es hier unter den Elbbrücken hindurch. Das ist nicht ganz ungefährlich. Immerhin muss man die darüber liegende verkehrsreiche Straße nicht kreuzen. Gleich darauf verlasse ich die Veloroute und erreiche über eine neue Brücke den Elbpark Entenwerder, der auf einer Halbinsel liegt. Und hier gibt es etwas ganz Besonderes. Aus diesem Grund parke ich hier mein Fahrrad. Ich gehe über eine Brücke. Rechts auf den Pontons die alte Zollstation, an denen früher die Binnenschiffe abgefertigt wurden. Links auf dem Ponton Entenwerder 1. Kaffeespezialitäten, ausgesuchte Getränke und kleine, aber feine hausgemachte Speisen, Frühstückskarte, dazu frische Brise und weiter Elbblick gratis. Entenwerder 1 ist Kult und heute Morgen schon recht gut besucht. Ich wollte schon weiterfahren, kehre dann aber doch noch einmal um, denn hier kommt er, der Hafen City Riverbus. Und genau über diese Rampe fährt er in die Elbe. Die einzigartige amphibische Stadtrundfahrt durch Hamburgs historische Speicherstadt, die exklusive Hafen City und zu den Hidden Places im ursprünglichen Stadtteil Rothenburgs Ort. So die Homepage. Und während der Bus nach Rothenburgs Ort schippert, fahre ich weiter und treffe ihn dann noch einmal wieder. Jetzt geht es auf der gut ausgebauten Veloroute in flottem Tempo immer am Deich entlang. Und der nächste Höhepunkt lässt nicht lange auf sich warten. Es ist die Wasserkunst Kalte Hofe, ein Industriedenkmal. Ursprünglich wurde ein Teil der Hamburger Haushalte mit ungefiltertem Elbwasser als Trinkwasser versorgt. Das Elbwasser war irgendwann jedoch so stark verschmutzt, dass an dieser Stelle 1893 ein Filterwerk zur Reinigung des Elbwassers in Betrieb ging. Im Schöpfwerk reinigten Absetzbecken das Elbwasser vor. Anschließend floss das Wasser in diese Filterbecken. Dort sickerte es durch Sand- und Kiesschichten. Durch die vermehrte Nutzung von Grundwasser konnte Hamburg ab 1964 auf das Elbwasser verzichten. Ich freue mich über mein neues Fahrrad, an das ich mich schon sehr gewöhnt habe, und weiter geht's. Der hintere Teil der Billwerder Bucht ist Naturschutzgebiet und hier halten sich eine Menge Wasservögel auf. Dichter Urlaubsverkehr auf der A1 und der Norderelbbrücke. Ich passiere den Stadtteil Moorfleet und erreiche die Tatenberger Schleuse. Sie sorgt dafür, dass die Dove-Elbe, ein 18 Kilometer langer Nebenarm der Elbe, bei Ebbe nicht leer läuft. Hinter der Schleuse beginnen die Vier- und Marschlande, ein bedeutendes Hamburger Gebiet für den Gemüseanbau. Mit dem Fahrrad könnte man jetzt wunderbar an der Elbe weiterfahren. Ich biege jedoch links ab am Bikeport Marschlande. Die Nebenstraße führt jetzt auf einem alten Deich entlang. Die Dove-Elbe ist auf diesem Teil Regattastrecke für Ruderer und Kanusportler. Teilweise führt die Straße an redgedeckten Bauernhäusern vorbei. Und dann eine Überraschung. Schlauchboot-Wettkampf der Freiwilligen Feuerwehr.
Die Kinder sind mit Eifer dabei und es scheint ihnen großen Spaß zu machen. Eine tolle Veranstaltung. Hier geht die Gose-Elbe weiter, ein feines Paddelrevier. Ich fahre jetzt durch ein Naturschutzgebiet. In den geschützten Bereichen, rechts und links, jede Menge Wasservögel. Schließlich komme ich am anderen Ende der Regatta-Strecke an. Die Straße führt weiterhin auf einem alten Deich entlang. Und es ist schon erstaunlich, wie schnell es ländlich wird, sobald man ein paar Kilometer aus Hamburg heraus ist. Wegen meines Meniskusschadens im linken Knie bin ich froh, mit E-Unterstützung auf Level 2 zu fahren. Wusstet ihr übrigens, dass große Teile der Krimiserie Nord bei Nordwest mit dem fiktiven Ort Schwanitz hier in den Vier- und Marschlanden abgedreht werden? Die evangelische Dreieinigkeitskirche à la Möhe-Reitbrook ist ein echter Hingucker. Und von hier aus geht es jetzt zurück nach Hamburg. Eigentlich ist der Eichbaumsee ein netter Badesee. Eigentlich. Durch die Überdüngung in der Umgebung wachsen hier die Algen exzessiv. Ja, und dann entdecke ich noch eine Gruppe mit Alpakas. Sie gehört zum Erlebnisbauernhof Burmeester. Dort gibt es außer den Alpakas Ziegen, Pferde und Ponys, Esel, Minischweine, Kaninchen und Meerschweinchen, Hühner, Hunde und Katzen. Toll. Aber jetzt zurück zu meinem Fahrrad. Es geht jetzt wieder unter der A1 durch. Und dann dauert es nicht mehr lange und ich stehe wieder vor dem Elbtower. Eine Lösung scheint es immer noch nicht zu geben. Und eine Krananlage nach der anderen wird jetzt abgebaut. Das Fahrradfahren macht hier nicht mehr so großen Spaß. Immerhin wird das Fahrradnetz in Hamburg laufend ausgebaut. Ich stoppe wieder an dem Kanal, an dem ich schon auf der Hinfahrt gestanden habe. Hier auf einem Hausboot zu wohnen, ist auch nicht schlecht. Aber wie sieht es jetzt eigentlich mit dem Akku aus? Die Akkuanzeige zeigt die Farbe Orange an. Zu Hause schaue ich genauer nach. 34% Akkuladung. Wir erinnern uns, zu Beginn der Fahrt war der Akku mit 94% geladen und 40 Kilometer bin ich seitdem auf Stufe 2 gefahren. 22 mögliche Restkilometer werden jetzt noch angezeigt. Da das Rad wirklich sehr leicht läuft, hätte ich Teile dieser Strecke auch auf Stufe 1 oder sogar 0 fahren können, um die Reichweite zu verlängern. Oder man nutzt einen sogenannten Range Extender, um die Akkukapazität zu erhöhen. Das ist allerdings nicht ganz billig. Für mich ist die Kapazität des internen Akkus ausreichend. Wichtig ist für mich, dass wir jetzt mit dem Bulli und zwei E-Bikes verreisen können. Und ich will ja schließlich keinen Alpenpass mit dem Rad befahren. Aber das wäre ja nochmal ein neues Thema auf der Route des Grands Alpes. Ich werde drüber nachdenken und sage Tschüss und bis bald.